Yo, 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 servus! Mein Name ist Yannick, aka Mach My Game, und ich darf euch willkommen heißen zum zweiten Spieltag des LPP, des Legendary Pokémon Plateau. Und warum bin ich heute hier in diesem Video und kommentiere und nicht der gute Ele? Ganz einfach, ich habe den Kanal von Ele übernommen, das heißt, ihr werdet ab sofort nur noch mich hören und nicht ihn. Oder, um euch nicht irgendeine Lügengeschichte aufzutischen, ganz einfach, Ele, der hat es jetzt leider zeitlich nicht mehr geschafft, den Kampf zu kommentieren, weswegen ich das heute einfach mal für ihn übernehme. Ich bin auch ein bisschen am Hans krankeln, vielleicht hört man es mir an, ich hoffe mal nicht, ich hoffe mein Commentary wird allgemein ganz gut heute. Ich musste mich jetzt gerade nochmal kurz mit dem Match ein bisschen vertraut machen, aber ich glaube, ich kann euch da ein bisschen was drüber erzählen. Aber gehen wir auch gleichzeitig einfach mal kurz in die Teamanalyse ein. Oder schauen uns erstmal kurz den Kader vom guten Downy an. Er tritt heute an mit dem Team Nonplusultra und kann potenziell mitbringen ein Kyogre, ein Arceus Boden mit dem Z-Stein, dann einmal ein Kyurem White, ein Solgaleo, ein Mosquito, ein Echnatol, ein Alola Mack, natürlich Slimog im Deutschen, dann einmal ein Mega Sherox, ein Togekiss und ein Hutsasser. Ich weiß natürlich nicht, was sich Ele genau beim Teambuilding gedacht hat, aber ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass er Kyurem White als einigermaßen großen Threat bei Downy angesehen hat, weil er es hat mit seiner Coverage die Option, auch fast alles bei Ele aus dem Team sehr effektiv zu treffen, und das, was es neutral trifft, da macht es natürlich auch nicht wenig Schaden, da es natürlich eine riesige Gewalt ist, die viel Schaden drücken kann. Ich glaube, Arceus könnte hier auch noch ein etwas größerer Threat werden, bei dem er sich vielleicht Gedanken gemacht hat, weil es hat natürlich die Option zum Setup, einmal mit dem Schwertanz oder dem Gedankengut, und natürlich hat es die Genesung, um sich zu heilen. Natürlich könnte man dort auch mal das ein oder andere Toxin draufbringen, aber Arceus hat natürlich auch die Fähigkeit, einfach durch ein paar Teams zu breaken, einfach auch wegen seiner Coverage. Weil es ist zwar vom Bodentypus, aber es sollte mit einem Eisstrahl und bei plus 1 auch eigentlich jedes Demeteros, wenn es nicht gerade die Ant-Kiroya-Beere tragen sollte, auch immer One-Shotten. Also Ele hat da auf jeden Fall nicht allzu viele Optionen in seinem Team, würde ich jetzt mal behaupten. Dann gibt es vielleicht so ein paar Pokémon, die etwas weniger gefährlich sind. Ich würde jetzt mal darunter einfach Mega Sherox nehmen, weil es hat zwar natürlich eine sehr, sehr gute Priorität mit dem Patronenhieb und kann natürlich gut Momentum besorgen mit der Kehrtwende, aber er hat natürlich auch die Option, Feuerattacken zu spielen oder auch mal ein paar Kraftreservefeuer mit dem ein oder anderen Damage-Boosting-Item, weswegen ich das persönlich jetzt wahrscheinlich auf Downys Seite eher nicht gesehen hätte, aber da könnte man ja mal ein bisschen schauen. Aber wie schon gesagt, ich weiß noch nicht genau, was Ele sich beim Teambuilding gedacht hat, aber er hat mir auf jeden Fall die Sets geschickt, die er denn heute in den Kampf mitnehmen wird, und die können wir uns ja erstmal anschauen. Der gute Ele bringt mit einmal hier sein Mew, sein Blaziken, also Logok im Deutschen, sein Brutalanda in der Megaform, einmal sein Alola Snobilikat, sein Demeteros Tiergeistform und einmal sein Agrostella. Mew spielt er hier von den EVs her relativ bulky mit etwas KP und ein bisschen in der physischen Defensive, aber auch tatsächlich mit sehr viel Speed-Investment und einem scheuen Wesen. Also ich bin mir jetzt nicht genau sicher, was es denn in dem Gegnerteam outspeeden soll. Ich nehme mal an, dass es von dem Speed her ein Full-Speed Kyurem White outspeeden soll, weil Kyurem hat eine Base von 95 und Mew eine von 100, und mit 236 und einem scheuen Wesen glaube ich, dass es auf jeden Fall drin sein sollte, das Ding outspeeden zu können. Wir sehen hier auch, dass der Ele auf seinem Mew nur Statusattacken fährt. Einmal eben die Staffette, wahrscheinlich um ein bisschen Momentum zu besorgen, falls es denn mal nötig sein soll. Dann einmal die Tarnsteine und, was ich relativ interessant finde, hier einmal das Lichtschild und der Reflektor in Kombination mit dem Lichtleben. Also Ele möchte wahrscheinlich hier ein bisschen was an Screens aufsetzen, um dann mit dem restlichen Team noch ein bisschen weiter durchzukommen. Weil wir sehen hier auch als nächstes Pokémon Logok. Das hat nämlich zum einen einmal den Temposchub als Fähigkeit, also kann nach ein paar Runden richtig schnell werden, und hat auch den Schwertanz mit im Set. Das heißt, gleich Doppelboosting, indem man nur einen Move drückt. Also das ist sehr, sehr heftig, und gerade hinter den Screens könnte Logok eine richtig große Bedrohung werden, wenn Downy das nicht richtig anstellt. Weil wir sehen hier zum einen Turmkick als Move, Feuerschlag als Move, und weil das wahrscheinlich ein bisschen durch ein etwas bulkigeres Kyogre abgefangen werden könnte, sehen wir hier auch tatsächlich den Donnerschlag in Kombination mit dem Elektro-Z-Kristall. Sollte eigentlich auch ganz gut sein, falls der gute Downy auch sein Togekiss mitgebracht hätte,
Das wäre da auch auf jeden Fall eine Option gewesen, aber so hat Ele hier die Chance, da durchzubrechen. Wir sehen auch, er spielt es mit ein bisschen KP, die wahrscheinlich übrig geblieben sind, denn wir sehen hier 212 EVs in dem Speedwert. Und ich bin mir nicht sicher, wofür das sein soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich nehme an, dass Ele damit einige Mons outspeeden kann, wenn er auf plus 1 Speed kommt durch den Temposchub. Oder halt eben auch potenzielle Scarfa damit outspeeden kann, wenn er halt eben auf plus 2 kommt. Und dann sehen wir auch, dass er ein hartes Wesen spielt mit 252 FVs in den KP. Und als wäre Logok nicht schon genug Setup, bringt er tatsächlich noch ein weiteres Mon mit, und zwar Mega Brutalander. Hier einmal mit dem Drachentanz und dem Ruheort hat natürlich dann hier die Möglichkeit, sich zu setupen und gleichzeitig zu heilen. Also das an sich ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann halt eben in der Mega hat es mit der Fähigkeit Zenithaut und dem Risikotackle einen sehr, sehr starken Flugangriff. Einmal eine Base von 120 von dem Move selbst, da nochmal Stab drauf, weil es zum Flugtypen wird und das dann, ja, wie schon gesagt, Stab wird und dann nochmal, ich glaube es waren 20%, wird der ganze Move nochmal um 20% verstärkt. Also das ist wirklich massiv Power, gerade wenn Ele sich setupt, und das kann auch nochmal für den einen oder anderen Sweep sorgen, höchstwahrscheinlich. Und dann sehen wir noch ein Erdbeben hier zur Coverage. Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht mal gegen sowas wie Echnatol drücken möchte? Weil mit Risikodeckel stellt er natürlich Kontakt her und dadurch aktiviert sich natürlich auch die Mumie von Echnatol und dadurch würde halt eben die Fähigkeit Zenithaut weggehen, wodurch halt eben die Fähigkeit eben, wie schon gesagt, weggeht und halt eben Risikotackle um einiges geschwächt wird, weil, wie ich es gerade gesagt habe, im Umkehrschluss wäre es dann so, dass es kein Stat mehr hat, nicht mehr um 20% geboostet wird und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Und dann sehen wir hier, dass er wieder ein gewisses Speed-Investment spielt auf seinem Brutalander. Höchstwahrscheinlich wieder mal, um auf plus 1 bestimmte Mons zu outspeeden oder auf plus 2 bestimmte Scarfa. Ich kann hier auch gerade nicht genau sagen, was. Da nochmal Entschuldigung an dieser Stelle, aber mehr weiß ich da leider gerade auch nicht, was der Ele sich dabei gedacht hat. Dann hier auch voll investiert in den Angriff mit einem harten Wesen und dann halt eben noch der Rest in KP. Ich hoffe mal, ich schaue mal kurz nach. Tatsächlich, der Ele hat sogar auf ungerade KP-Anzahl geachtet. Super, das freut mich doch zu sehen. So, dann als nächstes Pokémon bringt er hiermit sein Alola Snubbillycat. Spielt er hier einmal mit dem Fellkleid, heißt die Fähigkeit, glaube ich, im Deutschen, auf jeden Fall im Englischen Furcoat, die hier zum einen die physische Defensive und einmal verdoppelt. Gleichzeitig, man wird aber auch sehr effektiv dann von Feuerattacken getroffen. Also die Attacke hat einen kleinen Nachteil, aber könnte wahrscheinlich, wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel Gebrauch davon machen, diese Schwäche der Fähigkeit für Downy, weil er zum einen ja auch noch einmal den Niesel in Form seines Kyogres mit dabei hat, höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und zum anderen hat er jetzt auch keinen wirklichen Feuertypus. Deswegen, das ist auf jeden Fall nicht allzu schlecht. Dann sehen wir auch, es ist relativ physisch defensiv investiert. Halt eben in die physische Defensive und in KP. Und hat mal wieder viel Speed. Da könnte ich mir auch wieder vorstellen, dass es auf Kyurem White gespeedcreept ist. Weil es hat weil das hat wieder nur 95, wie schon erwähnt. Und Alola Snubbillycat hat eine Base von 115. Und er spielt relativ wenig. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das halt eben ausreichen sollte, ja, um halt eben Kyurem White zu outbieten. Denn wir sehen hier zum einen auch auf dem Alola Snubbillycat als Attacken einmal den Schmarotzer, der ganz gut sein sollte für beispielsweise sich ein Setupen des Mega Sherox, könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil der, wenn er sich mit dem Schwert dann setupen sollte, macht der Schmarotzer natürlich auch noch mehr Schaden. Kann natürlich auch guten Schaden gegen das Echnatol ein bisschen raushauen. Und natürlich auch, ne, gegen das Solgaleo, überhaupt keine Frage. Da können wir auf jeden Fall mal sehen, ob es denn was im Kampf machen wird. Dann zum anderen auch noch einmal die Kraftreserve Flug, wahrscheinlich nur gegen Mosquito, weil ansonsten hat Alola Snubbillycat keine Möglichkeit, das Ding zu treffen. Und da könnte Mosquito einfach, falls es zu diesem Matchup kommen würde, einfach Delegatoren aufsetzen, gratis. Und wenn so ein Mosquito mal einen Delegator aufsetzt, dann kann es auf jeden Fall Work machen, so viel steht fest. Also da auf jeden Fall gute Preparation, falls er das mitnehmen sollte. Dann zum anderen einmal den Verhöhner, um vielleicht Setup zu verhindern oder vielleicht auch ein paar Tarnsteine vom Gegner. Und dann auch noch einmal die Abgangstirade, um halt eben Momentum zu besorgen und um gleichzeitig die offensiven Angriffswerte des Gegners zu schwächen. Der Gegner hat ja auch kein Pokémon, das irgendwie Unbeugsamkeit haben sollte. Oder wie heißt die andere Fähigkeit nochmal? Vielleicht kennt ihr das ja, die Fähigkeit von Cesurio, Defiant, Siegeswille, genau so heißt die.
Downey hat da keine dieser Fähigkeiten bei sich im Team, weswegen das auch auf jeden Fall keinen Nachteil mit sich bringen sollte. Dann haben wir hier noch als Item eine Wiki-Beere, eine 50%-Beere, womit wir uns um 50% heilen können, beziehungsweise eher, wenn wir dann unter 25% der maximalen KP fallen würden. Also wahrscheinlich eher ein Supporter-Set und halt ein ganz guter Pivot, würde ich es jetzt mal nennen, in diesem Match. Ich merke gerade schon, die Teamanalyse dauert ein bisschen länger, deswegen möchte ich mich bei den letzten beiden Mods ein bisschen kürzer halten. Also, wir haben hier dann auch noch einmal Demeteros T, halt eben mit dem Wahlschal, voll Speed investiert, voll Angriffs investiert mit 4 KP und Attacken sind einfach wahrscheinlich nur ein bisschen zum Draufer mit. Kehrtwende hat ein bisschen Momentum noch, was er sich besorgen kann. Bedroher ist immer ganz gut gegen beispielsweise Solgaleo kann es mal ganz gut sein oder halt eben auch gegen Mosquito, wenn es dazu kommen sollte. Offensive Angriffswerte senken, immer schön. Dann Erdbeben, Abschlag, um auch noch Items zu entfernen und dann noch einmal die Explosion, um wahrscheinlich einmal einen Nuke rauszuhauen und um vielleicht mal ein bisschen Setup zu verhindern. Dann ist man mal ein bisschen schneller und kann dann nochmal den Gegner vielleicht so rausnehmen, falls es denn zu brenzligen Situationen kommen sollte. Und dann noch das letzte Mon in Eles Team ist halt eben, wie schon erwähnt, Agrostella mit dem wohl, wie ich finde, interessantesten Set. Weil wir sehen hier keinen Giftstein, keinen Beulenhelm, keine Wechselhülle, keine Antibeere. Wir sehen hier die Offensivweste, also wirklich interessant, komplett speziell defensiv auch investiert. Ich bin mal gespannt, was das denn so in diesem Kampf machen könnte oder machen würde und was der Ele sich denn allgemein denn so dabei gedacht hat. Weil wir sehen hier tatsächlich auch, weil es halt eben die Offensivweste trägt, kann es keinen Status-Move haben. Das heißt, kein Dunkelnebel, tut mir leid, kein Toxin, keine Genesung, also nicht das, was Agrostella normalerweise macht, weil wir sehen hier auch tatsächlich 4 Angriffe dann dementsprechend auch. Und zwar einmal den Aqua-Durchstoß, den Gift-Hieb, den Abschlag und einmal das Siedewasser. Also wirklich interessantes Set und ich bin gespannt, was das machen kann. So, das Ganze hat nur noch relativ lang gedauert, dann gehen wir mal kurz auf das allgemeine Matchup ein. Die Pokémon von Ele seht ihr ja hier und die Pokémon von Downey, die er denn heute mitbringt, sind einmal sein Kyogre, sein Arceus Boden, sein Echnatol, sein Kyurem White, sein Solgaleo und sein Mega Sherox. Wie bereits gerade erwähnt, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass Arceus Boden und halt eben Kyurem White ganz gute offensive Druckmittel sein können für Downey gegen den guten Ele. Also da mal gucken, was das Ganze macht. Wie schon gesagt, ich hätte mit Mega Sherox ein bisschen weniger gerechnet, aber ist natürlich nicht schlecht mitzunehmen, überhaupt keine Frage. Also ich bin mal gespannt, was das Ganze denn hier in diesem Kampf machen wird. Wir sehen, dass Downey mit seinem Kyogre leadet und Ele mit Mew und wie das Match ausgehen wird, sehen wir jetzt. Viel Spaß beim Kampf! Der Downey fordert uns heraus und wohlmöglich ist das schon sein erster Fehler. Wir werden sehen, er leadet hier auf jeden Fall mit seinem Kyogre und Ele hier mit seinem Mew. Wir sehen hier auch gleich, dass der Niesel sich von Kyogre aktiviert, dementsprechend werden die Wasserattacken auch stärker werden. Ist natürlich eine sehr große Gefahr, aber wenn er nicht den Wahlschall tragen sollte, wird hier Ele auf jeden Fall schneller sein mit seinem Mew. Er hat hier auf jeden Fall die Möglichkeit gesehen, erstmal ein Lichtschild aufzusetzen und sollte damit auf jeden Fall jeden Angriff von diesem Kyogre überleben. Wahrscheinlich auch sogar, wenn es das Wahlglas trägt. Allerdings sehen wir gleich in der ersten Runde, bekommt Downey mit seinem Kyogre den Volltreffer gegen Mew, kann das Lichtschild somit auch umgehen. Und Ele hat hier nicht mehr die Möglichkeit, Tarnsteine rauszusetzen, was er hier gemacht hätte. Und wie wir gesehen haben, hatte das natürlich auch im Set gehabt. Sehr, sehr schade, hätte hier bestimmt nochmal einiges mitmachen können. Nun geht er in seinen Alolas Nobilicut, ist auch der richtige Play hier, dann dementsprechend auf die Abgangstirade zu gehen. Kann hier entweder Momentum besorgen, wenn Kyogre rauswechseln sollte. Und wenn es drin bleiben sollte, hat er immer noch einen safen Switch-In mit seinem Agrostella, dass er den hier reinwechselt. Und wir sehen, dank der Offensivweste und dem speziell defensiven Investment, zudem ist das Lichtschild auch noch draußen und Kyogres minus 1 macht das einfach gerade mal 10 KP. Kyogre ist natürlich jetzt hier gezwungen rauszuwechseln, ist wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise gelockt, könnte ich mir vorstellen, und er wechselt in sein Kyurem White. Auf den Switch-Out geht Ele mit seinem Agrostella auf den Abschlag und wir sehen hier, dass Kyurem White hat den Expertengurt getragen. Hätte potenziell eine Gefahr sein können, da sehr effektive Attacken dadurch geboostet werden, aber das hier ist zum Glück nicht mehr der Fall. Und Ele bleibt hier drin, kann erstmal fürs Siedewasser gehen und gucken, was dieses Kyurem White denn für ein Set ist. Potenziell auch sogar physische Angriffe damit schwächen, falls er denn den Burn bekommen sollte. Und wir sehen hier, dass es den Delegator aufsetzt. Also
könnte wahrscheinlich gut gepreppt sein gegen Acrostella, weil Acrostella macht in der Regel mit dem Standard-Set mit Toxin und Siedewasser nicht so viel gegen ein Kyurem White, wenn es den Delegator draußen hat. Aber wir sehen hier, dass Ele auch den Gift-Hieb dabei hat und sollte dementsprechend dann nach einem Siedewasser im Regen den auch brechen können. Nun hat sich der Downy auch mit seinem Kyurem White mit dem Ruhrort wieder hochgeheilt, um wieder ein paar KP zu bekommen, macht durchaus Sinn und geht hier für einen weiteren Delegator. Und wir sehen hier, dass ein Gift-Hieb alleine den auf jeden Fall nicht brechen wird. Dann in der Zwischenzeit geht das Kyurem White auch für die Erdkräfte und wie schon gesagt, Toxapex bzw. Acrostella tankt einfach durch die Offensivweste und im speziell defensiven Investment einfach alles aus diesem Monster weg. Wir sehen hier auch, der zweite Gift-Hieb kann wieder den Delegator brechen. So, Downy geht natürlich hier wieder für den Delegator, ist ein sehr, sehr guter Play wieder, weil er wird auf jeden Fall einen Angriff von Acrostella überleben und wenn Ele rauswechseln soll, hat er die Möglichkeit, einen freien Angriff rauszubekommen, da er dann einen Angriff rausbekommen hätte. Was vielleicht ein Problem hätte sein können, wäre Botalanda mit Schallwelle, da das ja natürlich durch den Delegator geht, aber vielleicht hatte Downy es auch nicht auf dem Schirm und Ele hat es ja zudem auch nicht dabei. So, wir sehen dann hier, dass Ele wieder nach einer abgefangenen Erdkräfte mit Acrostella wieder auf einen Gift-Hieb geht und dann auch wieder den Delegator von Kyurem White kaputt machen kann. Allerdings sehen wir auch, dass Acrostella jetzt sehr, sehr lau ist und er kann es noch bei guten KP gebrauchen, weswegen er rauswechselt, die Belebekraft triggern lässt und dann dementsprechend wieder ein paar KP bekommt. Und er hat dann die Möglichkeit, auf den Delegator, den das Kyurem White wahrscheinlich wieder einsetzen wird, in sein Alolas Nobilica zu gehen. Ist auch, wie gerade erwähnt, höchstwahrscheinlich gespeedcreept darauf und sollte den Delegator auch wahrscheinlich mit dem Sporrotzer brechen können. Weil Kyurem White hat an sich ja auch einen sehr, sehr hohen Base-Angriff und dadurch sollte der, glaube ich, sogar in jedem Fall brechen, außer komplett physisch defensiv, was ich mir jetzt aber nicht vorstellen könnte. Der Eisstrahl von Kyurem White macht hier sehr, sehr viel Schaden, aber Alolas Nobilica ist natürlich KP investiert, kann ihn tanken und die 50% Beere aktiviert sich, also da auf jeden Fall nicht allzu schlecht. Nun entscheidet sich Ele dazu, hier mit dem Alolas Nobilica auf die Abgangstierrate zu gehen. Kann ich gut verstehen, dass der Downy auch da rauswechselt, weil ein Schmarotzer hätte höchstwahrscheinlich ab der Stelle auch das Kyurem White rausgenommen und das kann er sich eigentlich noch ganz gut preserven, indem er einfach rauswechselt. Deswegen ein sehr, sehr guter Play von Ele an dieser Stelle. Nun wechselt er auf das Cofagrius bzw. Echnatol, das eben reinwechselt, sein Logok rein und geht erstmal hier für einen Schwertanz. Also direkt Setup möchte der Ele haben und wahrscheinlich ein bisschen das Gegnerteam ein bisschen down zu trippen. Wir sehen hier auch, dass das Echnatol wahrscheinlich diesen Setup ein bisschen fürchtet und geht hier auch für das Toxin an dieser Stelle. Bei Logok aktiviert sich in der Zwischenzeit auch noch der Speedboost und wir sehen, dass Ele in der nachfolgenden Runde weiterhin auf den Schwertanz geht. Und jetzt kommt halt die Sache, es kommt Dunkelnebel. War natürlich nicht klar, dass der vielleicht Dunkelnebel dabei hat, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, weil ihr müsst euch das ja so vorstellen, weil hätte Ele jetzt angegriffen mit einem physischen Angriff, also mit Feuerschlag hier an der Stelle, hätte sich die Mumie aktiviert und Logok hätte in der nächsten Runde keinen Speedboost bekommen und potenzielle Scarfer hätten es dann wahrscheinlich noch rausnehmen bzw. revengen können. Und das kann ich verstehen, den Zug, dass er hier für Full Setup geht. So, nun wechselt er hier raus in sein Alolas Nobilicat, sollte eine Geistattacke, die wahrscheinlich kommt, um noch mehr Chip Damage zu machen, hier abfangen können. Hier in dem Fall war es die Bürde, eine sehr gute Kombination mit Toxin, da es dann nochmal mehr Schaden macht. Und er geht hier erstmal mit dem Alolas Nobilicat auf den Verhöhner, kann hier ebenfalls nochmal ein Toxin halt hier eben abfangen und das Echnatol wechselt in der nachfolgenden Runde raus. Möchte dann wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr so viel Chip damit fressen. Wir sehen, dass das Mega-Sherox reinkommt und Ele geht mal wieder für die Abgangstirade. Also sehr, sehr schön. Er kann sich hier wieder gutes Momentum besorgen und er geht hier in seinen Brutalander. Und hier ist natürlich klar, Downy hat sein Mega-Sherox nicht ohne Grund mitgenommen. Der möchte es wahrscheinlich gegen irgendwas benutzen und deswegen wird er wahrscheinlich rauswechseln, weil er einfach die Feuerattacke fürchtet. Ist auf jeden Fall verständlich. Und wie wir hier sehen, kommt das Echnatol wieder rein und Ele nutzt die Chance erstmal, um auf einen Drachentanz zu gehen. Also der Setup hört hier einfach nicht auf. Und jetzt mal gucken, ob er auch wirklich was daraus macht, weil bis jetzt hat es ja zumindest bei Logok noch nicht allzu viel gebracht. Er geht hier auf jeden Fall in die Mega-Entwicklung, wie wir sehen.
eine sehr, sehr schöne Animation an der Stelle. Und Echnatol sollte auf jeden Fall einiges tanken, kann ich mir zumindest vorstellen, weil Echnatol ist in der physischen Defensive gar nicht mal so schlecht. Und wir sehen hier, der Risikotackle kommt, macht auch viel Schaden, allerdings tötet es nicht. Durch die Tarnsteine hätte es zwar ebenfalls nicht getötet, die leider durch den Crit am Anfang nicht rausgekommen wären, aber es hätte auch vielleicht eine bessere Roll sein können. Der Downy entscheidet sich hier auf jeden Fall nach meiner Meinung nach für den richtigen Play und geht für Dunkelnebel und nicht für das Irrlicht, weil Irrlicht hätte ja potenziell missen können, falls das in einem Set gehabt hätte, und Dunkelnebel verhindert auf jeden Fall hier den Setup. Und zudem verliert Brutalanda halt eben durch die Mumie auch die Zenithaut. Nun kann er hier mit einem Normalangriff, der jetzt halt eben durch die Mumie wieder entstanden ist bei dem Risikotackle, das Echnatol nicht treffen und geht hier halt eben für das Erdbeben, um es rausnehmen zu können. Und nun kommt hier sein Arceus Boden rein. Und da, Downy hat ja zuvor den Dunkelnebel eingesetzt und konnte hier ja nicht mehr, und dementsprechend hatte Brutalanda nicht mehr den plus 1 Speed Boost und konnte hier das Arceus auch nicht mehr anchippen, falls es denn halt eben nötig gewesen wäre. Dementsprechend ist er langsamer und wechselt hier jetzt erstmal wieder in sein Agrocell raus, um erstmal den Eisstrahl abzufangen. Und nun wechselt er direkt wieder in sein Demeteros T, um halt eben die Bodenattacke, die wahrscheinlich gekommen wäre, abzufangen. Aber wir sehen hier auch das Gedankengut auf Arceus Seite. Also auf jeden Fall kein schlechter Gedanke von Ele gerade, aber Downy setupt sich jetzt. Und langsam wird es, glaube ich, erstmal ein bisschen gefährlich, weil plus ein Spezialangriff, plus ein Spezialverteidigung, da kommt jetzt erstmal wahrscheinlich nicht mehr so viel rein und Ele muss jetzt, glaube ich, dafür sorgen, dass er hier ein bisschen Trip Damage bekommt. Weil wir sehen hier auch den Wahlstahl jetzt komplett confirmed in diesem Game, weil er jetzt schneller war als das Arceus und kann mit der Kehrtwende ein bisschen Trip Damage machen. Wir sehen hier auch, dass das Slowbok nun reinkommt, um den Eisstrahl abzufangen. Allerdings wird das nicht so viel bringen, denn ich kann schon mal verraten, in der nachfolgenden Runde wird es langsamer sein. Da natürlich schade, dass sich Speed Boost bzw. Temposchub auf Deutsch halt eben nicht aktiviert, wenn man halt eben durch beispielsweise Kehrtwende reinwechselt. Sehr, sehr schade. Vielleicht wird es zu Gen 8 ja noch geändert, ne? Man kann ja hoffen. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Jedenfalls wechselt er jetzt wieder seinen Demeteros hier rein, und höchstwahrscheinlich wieder ein bisschen Chip Damage zu machen. Wir haben ja auch die Explosion vorhin gesehen, als ich das Team vorgestellt habe. Allerdings wird die Abderrange schon nicht ausreichen. So viel kann ich schon mal verraten. Und Ele muss hier für weiteren Chip Damage gehen mit der Kehrtwende und muss ihn dazu bringen, dass er weiterhin angreift. Auf jeden Fall kann sich hier Downy jetzt erstmal, er muss zumindest noch nicht auf Genesung gehen. Also deswegen geht er hier einfach für den Eisstrahl, um halt eben, falls das Demeteros drin bleibt, es rausnehmen zu können oder um halt eben andere Switch-ins halt eben sofort den Schaden drücken zu können. Nun kommt das Demeteros hier rein und kann erstmal durch Bedroher weiter den Angriff senken, macht natürlich hier keinen Unterschied und nun sehen wir hier, wie gerade angesprochen, die Explosion. Allerdings, erinnert euch an den Volltreffer am Anfang. Tarnsteine lagen nicht draußen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob dieser kleine KP-Balken, ob das den Damage von Tarnsteinen entspricht, weil der das ja auch noch resistiert wird, weil Arceus ja vom Bodentypen ist, aber ich kann es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen und dementsprechend sehr, sehr ärgerlich, dass Ele die Tarnsteine nicht rausbekommen hat, weil jetzt sehen wir, er ist immer weiter in der Bredouille. Was soll er machen? Denn Arceus ist noch da und ist weiterhin gesetupt und wir sehen jetzt auch hier, dass das Arceus hier auf den Z-Angriff geht, dementsprechend auf den Boden-Z-Kristall, ganz klar. Sollte, ich bin mir gar nicht mal sicher, was für eine Attacke ist, um ganz ehrlich zu sein, vielleicht ist es, ich will auch nicht so rumwitzeln, ich will hier jetzt nichts Falsches sagen. Wir sehen auf jeden Fall, dass er gegen das Toxapex hier jetzt erstmal den Z-Boden-Move drückt und wir sehen plus 1 Stab Z-Angriff von Arceus und Agrocella tankt das einfach weg mit Offensivweste und komplett speziellen defensiven Investment. Einfach krass, was das Ding so aushalten kann. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Also da hatte ich mich schon auch erstmal ein bisschen gewundert, um ganz ehrlich zu sein. Nun hat das Arceus natürlich hier die Chance, weil es auch schon alle 4 Moves von Toxapex, glaube ich, gesehen hat. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, einen Angriff hat er noch nicht gesehen. Jedenfalls geht er hier erstmal für die Genesung, weil selbst wenn, wird Agrocella hier nicht so viel Schaden machen können. Und er hat jetzt erstmal noch mal die Möglichkeit, halt eben mit der Zenithaut geboosteten Risikotackle noch ein bisschen Schaden an dem Arceus zu machen. Wahrscheinlich ist das Arceus nicht komplett speziell defensiv investiert und das war jetzt seine einzige Chance, um ein bisschen Schaden zu machen, indem er dafür geht, dass es langsam ist. Weil ich glaube, Arceus ist schneller, bin mir auch nicht genau sicher. Deswegen, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Jedenfalls nutzt er hier auch mal die Chance, gegen Agrocella auf die Genesung zu gehen, um ganz sicher zu gehen. In der Zwischenzeit ist das Brutalanda halt eben auch schon auf die Bretter gegangen. Und wir sehen hier, dass Arceus setzt nun die Erdkräfte ein und nimmt das Agrocella an der Stelle
raus. Und damit gewinnt Downey den zweiten Spieltag der LPP auch tatsächlich 5:0. Also eine etwas bitterere Niederlage hier auf Seiten Eles. Hat sich, glaube ich, auch hier ganz gut gepreppt. Also das Team war auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich glaube tatsächlich, dass die Tarnsteine es am Anfang auch ausgemacht haben. Weil wir haben ja wirklich gesehen, es war nur noch ein minimaler KP-Balken bei Arceus oder Arceus, je nachdem natürlich, wie ihr das gerne mögt. Und der hat, glaube ich, wirklich stark gemeldet. Deswegen wirklich schade, dieser Volltreffer am Anfang von Kyogre. Auf den muss man wirklich nochmal verweisen. Ja, ist natürlich schade, dass Ele hier nun den zweiten Spieltag verliert. Natürlich Glückwunsch an Downey, würde ich da sagen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, was das Mega Sherox macht. Aber vielleicht erfahrt ihr das ja in seinem Commentary. Deswegen, falls ihr gerne die Sicht von Downey nochmal sehen möchtet, weil, wie schon gesagt, ich wusste heute jetzt nicht alle Plays, die hier gemacht wurden, beziehungsweise auch nicht alles über das Team von Ele, geschweige denn das von Downey. Und deswegen, schaut doch einfach nochmal bei ihm vorbei. Da habt ihr wahrscheinlich nochmal ein paar mehr Informationen. Und generell, genießt noch den restlichen Spieltag des LPP. Und schaut doch gerne noch bei den anderen Mitspielern vorbei. Mir hat es auf jeden Fall hier sehr viel Spaß gemacht beim Kommentieren des Kampfes. Ich hoffe, ihr habt meine Stimme ein bisschen genießen können, trotz dessen, dass ich ein kleines bisschen krank bin. Aber ich wünsche euch noch einen wunderbaren LPP-Spieltag. Und dann sehen wir uns... Na gut, wir sehen uns vielleicht nicht wieder, weil nächste Woche wird Ele bestimmt wieder selbst kommentieren. Gut, dann bis dahin und ciao.